2021, Luis Buschbeck, Königsteiner LV, der Zweite der hessischen Meisterschaften, und Tim Anstedt, der Siebte der deutschen Jugendhallenmeisterschaften von der LG Region Karlsruhe. Das Finale über 800 Meter der männlichen U18. Feld sortiert sich jetzt mit der 17. Sehen wir im Bild Tim Anstedt, LG Region Karlsruhe. Simon Arnold, LAC Freiburg, vorne mit dabei, und Robert Rutz. Robert Rutz, ja, ein sehr, sehr starker 400-Meter-Läufer, war letztes Jahr der beste 400-Meter-Läufer des Jahrgangs 2005. Es geht auf die letzte Runde und da geht es richtig ab, auch wenn wir in der Zwischenzeit das Stabhochsprungbild gesehen haben. Jetzt sehen Sie es ganz gut. Da geht richtig die Post ab im 800-Meter-Finale der männlichen U18. Tim Anstedt, der führt von hinten mit der 733. Joel Etienne Schmitz, LAV Bayer-Uerdingen-Dormagen, ist da sehr dynamisch unterwegs mit der 478. Tom Stöber, TV Wetzlar, wagt den Angriff. Und was ist das für ein starkes Finish? Letztes Jahr Platz 6 und dieses Jahr holt er sie, die Goldmedaille. Tom Stöber, TV Wetzlar, in 1:57:10 zum Titel.